herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Game Genuss. Heute mit dem wundervollen Programm Kerbal Space Program und euer Gastgeber heißt Lucidus. Was ist Kerbal Space Program? Wir haben ja schon mal ein Video drüber gemacht, ist schon etwas länger her und im Endeffekt handelt es sich dabei um nichts weiter als eine, nennen wir es lustige NASA-Simulation. Ja, ihr seid der Chef einer Raumfahrtagentur und müsst entsprechend Weltraummissionen durchführen, Forschung betreiben, Leute ausbilden und so weiter. Ich spiele es aber im Sandbox-Mode, weil ich schon alles haben möchte. Und wir sehen uns mein aktuelles Projekt an, Skylab 2. Ja. Das Ganze handelt sich hierbei um eine Raumstation. Hier unten sieht man so lauter kleine Körben herumrennen, ja, die an der Rakete basteln. Ja, Moment. Ja, genau, jetzt baue ich das Ding hier ab. Ne, das wollte ich eigentlich nicht. Ich wollte es eigentlich runter bewegen. Warum geht das nicht? Vorführeffekt. Großartig. Ah, jetzt geht's. So. Also man kann hier die verschiedenen Stufen und Bauteile an der Rakete zusammenbauen. Im Karrieremodus muss man sich erst alles erspielen. Ja? Da fängt man mit so Minimalbauteilen, so einem Booster und einer Kapsel und einem todesmutigen Astronauten, meistens Jebediah Kerman. Den werdet ihr alle lieben lernen hier. Den hier, Jebediah Kerman. Dieser Pilot ist immer am Grinsen, egal was ihr macht. Die anderen schieben immer Panik, der ist immer total happy. Gibt's auch ganz tolle Comics und Videos dazu. Aber nun ja, wir wollen das Ding jetzt mal in den Orbit bringen. So, und hier sind wir nun auf der Startrampe, mitten in der Nacht. Die Rakete steht bereit. Wir sehen hier die Produktionshalle, die ganze Anlage außenrum, die übrigens auch durch Unfälle zerstört werden kann. Es kostet Geld, die dann wieder aufzubauen. Aber wir werden jetzt diese übrigens unbemannt. Oh! Jebediah. Na gut, dann gucken wir mal rein. Hallo, guten Tag. Ja, dann holen wir dich mit der nächsten Kapsel halt wieder ab. Ne? Ist ja überhaupt kein Problem. So. Zoomen wir mal ein bisschen raus. Und 10 runter. 10, 9, 8, 1, Start. Und da hebt sie ab. Skylab 2 hier oben drauf auf einer Protoss mit 2S Trägerrakete. Eigenes Design von mir. Hier 4 separate Flüssigraketentriebwerke. Nochmal eins in der Mitte, das Haupttriebwerk. Und hier kann man dann oben auch so schön sehen, wie der Treibstoff da langsam durchtackert. Das mittlere Triebwerk überhitzt immer, aber naja, es läuft mit 85% Stärke. 80. Also das kann man separat für jedes Triebwerk einstellen. Jetzt hier natürlich bei einem der Seitentriebwerke die Gesamtleistung runterzusetzen würde, naja, interessanten Effekt haben. So. Gleich sind diese Treibstofftanks ausgebrannt, sieht man hier schön. Und dann springen wir sie ab. Dann nehme ich das Fallschirm hier aktiviert, die Zünddüsen, zack, und weg. So. Läuft das Haupttriebwerk, wir sind auf 16 Kilometer Höhe und beginnen uns mal langsam zu neigen. Nicht zu schnell, aber das sieht schon mal ganz schick aus. So, jetzt bewegen wir uns so weiter. Die Rakete passt sich dann langsam an. Nicht zurückschwingen, immer diese Pendelbewegung. So, liegt sie doch schon mal ganz kurz, gut im Kurs. Gucken wir mal, wie der bisherige Flugverlauf ist. Diese blaue Bahn ist immer die vorgegebene Bahn, die sie wohl mit aktueller Geschwindigkeit und Impuls haben wird. Dadurch, dass sie jetzt stetig beschleunigt, steigt natürlich die Apoapsis. Das ist immer der höchste Punkt des Orbits. Die Periapsis ist der niedrigste Punkt des Orbits. Der ist jetzt gerade noch irgendwo unter der Planetenoberfläche. Das heißt, wir werden bis jetzt nur einen suborbitalen Flug hinbekommen.
Aber wir sind ja noch in der Beschleunigungsphase. Da hinten ist übrigens Moon. Den kann man natürlich auch Aufträge hinschicken. So. Zum aus der Atmosphäre draußen, über 70 Kilometer. Das heißt, die Luft bremst uns nicht mehr ab und wir orientieren uns erstmal. Die derzeitige Apoapsis liegt bei 143.000 Meter. Und da packen wir mal das erste Manöver rein. Wir wollen nämlich einen Orbit draus machen. So, man sieht hier Apoapsis. Die möchte ich dann auf 300 Kilometer haben. Das ist so die angepeilte Höhe für die Raumstation. So. Na, fast. Aber jetzt habe ich ein Manöver erstellt. Und der Bordcomputer wird das automatisch ausrechnen. Und mir auch sagen, wie ich das Schiff ausrichten muss. So, aktivieren wir hier oben mal die RCS-Düsen. Kaltgasdüsen. Das hier unten wird dann die Undock-Station für die Raumbasis. Hier oben Beobachtung. Hier normales Reisemodul, Wissenschaftsmodul. Das ist natürlich so konstruiert, dass ich im Laufe der Zeit noch mehr Module da dran packen kann. So. Wir erreichen den Missionspunkt in 1 Minute 31 Sekunden und müssen für 1 Minute und 5 Sekunden beschleunigen. Das ist die Geschwindigkeit, die wir überbrücken müssen. Wird mit der Hauptstufe nicht mehr reichen. Weil man sagen muss, mit der Hauptstufe schon so weit zu kommen, dass man Orbitalmanöver ausführt, ist schon ziemlich gut. Man kann theoretisch schon vorher anfangen zu beschleunigen. Ja, das übernimmt er schon, weil er richtet immer entsprechend aus. Ob es sinnvoll ist, ist eine andere Geschichte, aber wir können hier schon mal Vollstoff geben. Und man sieht hier, die Geschwindigkeit geht runter, die muss auf 0 oder annähernd 0 kommen, damit diese Bahn, die ich da vorgegeben habe, auch so eingenommen wird. Man sieht schon, wie sich hier die blaue Bahn langsam der gelben angleicht. Ja, das ist auch Sinn und Zweck der ganzen Geschichte. Wenn der Treibstoff hier leer ist, werden wir natürlich die entsprechende untere Stufe loswerden, weil dann müssen wir auch mehr Masse fortbewegen. So. Und da zündet die Stufe. Wir lösen uns langsam raus. Beschleunigen gerade weiter. Oh, ich hätte mein Steam ausschalten sollen, merke ich gerade. Naja. So, und wir fahren derweil schon mal die Solarzellen aus, weil bald kommt die Sonne in Reichweite. Und ja, wir haben hier Batterien drin, elektrischer Fluss braucht man natürlich, um unsere Gyroskope damit in Schwung zu bringen, um die Lage zu stabilisieren. Und natürlich auch für die wissenschaftlichen Systeme etc. pp. So, gleich haben wir es geschafft. So, wir haben jetzt auf jeden Fall schon mal einen Orbit erreicht. Und zwar mit dem höchsten Punkt 300 Kilometer und im niedrigsten Punkt der Periapsis 141 Kilometer. Ich möchte aber ungefähr gleich groß sein. Das heißt, der nächste Beschleunigungspunkt haben wir dann hier in der Apoapsis. Dann machen wir das nächste Manöver. Und dann bearbeiten wir den Orbit so, dass Apoapsis und Periapsis ungefähr gleich groß sind. Ja. Das ist jetzt zu viel. Ganz vorsichtig, vorsichtig. Nee. So. Na komm. So. Was haben wir hier?
306 und 306. Das ist ja fast identisch, nur 600 Meter, das ist perfekt. Wenn ich das hinkriege, bin ich echt gut. Also das ist dann ein fast perfekter kreisrunder Orbit. Auf Äquatorhöhe. Sehr schön. Also das ist das Ziel. 17 Minuten. Ja. Lassen wir mal die Zeit hier vergehen. So, wer es noch nicht mitbekommen hat, ich bin natürlich mal wieder zur Weihnachtszeit erkältet. Juhu! Ja, gehört dazu. Muss man durch. Wenn man Kinder hat, jeder, der Kinder hat, der kennt das vielleicht. Da ist man öfters erkältet, als man es früher gewohnt ist. Aber das gehört dazu. Und, naja, ich könnte mir Schlimmeres vorstellen. So, wir haben hier ja noch 17 Minuten Zeit und hängen hier im Orbit. Also eigentlich können wir ein bisschen ein kleines Spielchen treiben. Jagen wir doch Jebediah ein bisschen in den Weltraum. Na, wo ist er denn? Da hängt er. Ah, auf der falschen Seite. So, wir können hier jetzt entlang klettern. Ja, das ist ja langweilig, das kann ja jeder. Also, zack, machen wir mal ein bisschen Weltraumspaziergang hier, ne? Und zwar das Raumschiff aus der Nähe an. So, das ist die Endstufe, die wird abgesprengt, bevor wir dann den Orbit erreichen. Jeder, der Gravity gesehen hat, kennt vielleicht noch die Szene, als George Clooney so völlig elegant mit seinem Weltraumrucksack hier durch die Gegend gondelt, um das Space Shuttle herum. Da, Pustekuchen. Aktion, Reaktion im Weltraum. Jede Art von Bewegung oder jede Art von Energie, die man in irgendeiner Form ausgibt, beeinflusst natürlich gleich den Kurs. Also, ne, so einfach ist das nicht. Ja, das ist ein kleines Flackern, das ist ein Grafikbug, weil hier irgendwie die Batterie zusammen mit dem RCS-Treibstofftank gekoppelt ist, deswegen flackert das hier so. Hätte ich eigentlich mal beheben können. Naja. So. Wir können jetzt natürlich Jebediah auch einfach ganz spontan nach Körbel fallen lassen, aber das machen wir nicht. Wir lassen ihn hier wieder einsteigen. So, jetzt ist er, glaube ich, im Hitchhikers-Bereich. Ja. Können wir uns innen drin umgucken. Also das hier ist so ein Wohnbereich, da passen 6 Leute rein. Ja. Sieht sehr spannend aus. Wir können jetzt natürlich durch die verschiedenen Abteilungen des Raumschiffs schicken lassen. Na, komm, nochmal. Lass mich. Wo ist Crew Hatch? Ah! Jetzt nicht mehr. Okay, Transfer. So, wir können ihn hier in den Wissenschaftsbereich marschieren lassen, da können wir leider nicht gucken, aber das ist wichtig, wenn man zum Beispiel im Karrieremodus ist und Wissenschaftspunkte sammelt. Ja. Dann gibt es hier natürlich noch, das ist das Kommandomodul bzw. die Aussichtsplattform, das schicken wir mal rein. Sieht schick aus hier, ne? Hat man schön Aussicht. Das left the slide in the bottom. Aha, aha. Okay. Gut, ich habe zwar nicht wirklich lesen können, was da steht. Wenn wir mal ranzoomen. Left the emergency slide rule in the bottom right. Emergency Slide Rule? Ich sehe da keine Emergency Slide Rule. Na, ist ja wurscht. Also auf jeden Fall sieht man hier die Orbitalgeschwindigkeit. Die wichtigen Anzeigen. Kann ich auch Knöpfe drücken? Passiert nichts. No Target, Rotary, RCS, SAS, High G, Radar, Altitude. Ja. Also, ja. Ne?
kostet die Geschwindigkeit über der Oberfläche 1900 oder 1910, 1908 Meter. Natürlich ändert sich, je nachdem, welchen Punkt im Orbit man ist, ändert sich auch die Orbitalgeschwindigkeit. Je näher ich der Apoapsis komme, desto langsamer werde ich. Beschleunige dann zur Periapsis wieder hin und werde ab der Periapsis wieder langsamer. Das merkt man vor allem, wenn man einen langgestreckten Orbit hat. Ja. Dass man je näher an der Apoapsis man kommt, desto langsamer wird man. Das wird vor allem interessant, wenn man einen Orbit hat, der zu einem Treffen mit Moon führt. Schauen wir mal raus. Oder Minmus. Oder ja, hier Asteroiden. Noch mehr Asteroiden. Andere Planeten. Eve, Moho, Duna. Dres. Dres war, glaube ich, so ein komischer Bandus. Auch so ein Brocken. Ceres. Äquivalent. Dann hat es auch einen Gasriesen. Und noch so einen Pluto-Planeten. Ja, auf den kann man einen landen oder Sonden hinschicken. Je weiter weg, desto interessanter wird der Spaß natürlich noch. Ne? So. Aber aktuell interessiert uns natürlich hier erstmal einen stabilen Orbit. Ungefähr 300 Kilometer Höhe, um Kerbin hinzubekommen. Und dazu haben wir noch hier, wie lange? Hm? Moment. Genau. 11 Minuten, 3 Sekunden Brennzeit braucht das Ganze. Also es ist nicht wirklich schwieriges Manöver, was wir hinbekommen wollen. Also dann Orbitalbahn zu ändern und wieder zurückzukehren, ist relativ einfach, wie man sieht. Wenn man erstmal, man muss natürlich erstmal hinkommen. Ne? Das ist immer das Schwierige. So. Bei der entsprechenden Konstruktion der Rakete, dadurch, dass ich so ein starkes Grundschubaggregat habe, das war eigentlich das Konzept für meine Mondrakete, bräuchte ich gar nicht so eine große Orbitalstufe eigentlich. Da würde auch eine viel kleinere reichen. Ja, Gott, ich hab's ja. So, eigentlich können wir hier schon mal bestimmt ein bisschen... Also theoretisch... Ich könnte es, wenn ich die Zeit hätte, könnte ich das Ganze auch mit den Kaltgasdüsen machen, ja. Dauert zwar viel länger, aber geht genauso. Das heißt, theoretisch bräuchte ich diese Hauptstufe gar nicht. Was ich leider nicht habe, ist eine Möglichkeit, die Hauptstufe wieder zurück in den Orbit zu schicken. Da müsste ich jetzt noch ein paar Bremsraketen und alles dran packen. Ich meine, ich habe hier ein paar kleine Bremsraketen, die das Ding dann wegschießen. Wenn wir Glück haben, fällt es dann auch wieder zurück, wenn es genügend Impuls bekommt, aber ich halte es für unwahrscheinlich. Wird mich dann halt auf ewig begleiten. Jetzt haben wir den Punkt verpasst, aber das ist nicht so dramatisch. Dann schauen wir uns mal den Orbit an. 306, 311, na gut, ein bisschen daneben, aber es passt trotzdem, ist ein schöner Orbit. So, und jetzt würde ich mal sagen, ne, kommt der wichtigste Teil. Jetzt gucken wir, ob die ganze Geschichte überhaupt funktioniert hat. Jetzt muss ich nämlich dieses Aggregat hier absprengen. Sonst ist es ja keine voll funktionsfähige Raumstation. Und wir hoffen das Beste und drücken die Daumen, dass alles so funktioniert, wie es geplant ist. Dazu drehen wir das Raumschiff auch gleich mal Richtung Kerbin. So. Na, stopp. So. Und schießen die Stufe ab in die Hoffnung, dass es dadurch auf einen entsprechenden Orbit gerät, wo das Ganze dann wieder Richtung Kerbin befördert. So. Abkopplung in 3, 2, 1. Na, das sieht doch gut aus. So. Jetzt schauen wir uns mal den Orbit nochmal an. Hat sich so gut wie nicht verändert durch das Abkoppelmanöver.
und das könnte eigentlich passen, dass es abstürzt. Ah, naja, wahrscheinlich nicht. Was auch immer das jetzt war gerade. Also, muss man aufpassen. Das ist jetzt natürlich ein klassischer Weltraumschrott. Also, ja, ne? Passiert halt. Aber entfernt sich immer mehr. Von dem her, ja, könnte durchaus sein, dass es irgendwann da unten landet. Ne? Also auf jeden Fall, Skylab 2 ist jetzt im Orbit. Und beim nächsten Video kommen wir zum interessanten Teil. Wir werden dann nämlich eine Raumstation, ein Raumschiff an Skylab 2 andocken. Stay tuned for more action. Bis zum nächsten Mal, euer Lucitus.